Willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Heute mit einem neuen Produkt, was wir drin haben. Steht hier, gerade angekommen. Da wollten wir euch jetzt mal live mitnehmen. Das ist Light Ground. Viele kennen es ja mittlerweile. Beleuchtete Aquarienrückwände. Die haben wir ab jetzt exklusiv bei uns im Sortiment mit drin. Also exklusiv für Deutschland machen wir das. Also wenn ihr da Interesse an sowas habt, wir montieren jetzt gleich ein paar bei uns auch an der Anlage. In den Schaubecken und dann werdet ihr weitersehen. Wir packen jetzt mal aus, gucken, was Eigenbedarf ist, was Verkaufsware ist und dann werden wir euch noch mitteilen, welche wir alle jetzt im Sortiment sofort da haben oder halt machbar sind. Machbar ist schlussendlich alles, also ich glaube bis 2 Meter ist alles möglich. Bauen, anfertigen, auch wenn es kein Standardmaß ist, kein Problem, haben wir auch gleich 2 Stück bei uns in der Anlage, die nicht Standard sind, aber dazu da gleich mehr. Wir packen jetzt mal aus. Nur, dass ihr einmal seht, das ist jetzt quasi Eigenbedarf für unsere Becken, die wir haben. Eigentlich bis auf 1 von den offenen Becken kriegen alle einen Lightground rein. Werden wir euch auch noch einblenden mit, wie sie vorher aussehen, wie sie danach aussehen. Wie gesagt, es ist halt kein Muss, aber es ist halt ein Produkt, was halt cool ist. Und hier vorne seht ihr die Verkaufsware. Also nochmal kurz zum Gucken. Wir haben jetzt zum Beispiel auch kleine Maße, 30 x 30 cm. 45 x 30, 36, 26, also bis zu 1,20 Meter haben wir alles Standard da. Die Dinger zu befreien von dem Kleber und dann halt hier anzubringen. Wir sind schon ungefähr da justiert, wo sie hingehören, dass sie in gleichmäßigen Abstand sind. Also das jetzt zum Beispiel ist ein angefertigter, weil das Becken 1,40 x 1,50 m ist, also halt kein Standardmaß, deswegen der ist angefertigt worden, weil er nicht von der Stange ist, aber schlussendlich wird sowieso jeder einzeln angefertigt, es gibt da keine Masse Lagerware, die werden alle produziert auf Anfrage. Können. Das Ding ist dimmbar, das heißt, ihr habt quasi ein Drehrad und könnt das an, aus und halt dimmen. Dass die halt nicht so krass sind, weil bei einigen Becken, wenn es zu viel ist, dann wirkt es halt auch nicht. Deswegen kann man die halt auch runterdimmen. Und hier bei George Becken, wie man jetzt sieht, da ist ja eine Verlaufsfolie dran. Wir bauen das Teil jetzt dahinter und gucken, wie es aussieht. Und im Zweifel geht die Verlaufsfolie weg und dann kommt halt eventuell eine neue dran oder auch gar nicht. Das wäre cool. Bei denen sieht man ja, wie gesagt, Verlaufsfolie. Jetzt müsst ihr mal sagen, was ihr besser findet mit der Verlaufsfolie oder ohne. Oder wenn eventuell andere Farben, was ihr da besser finden würdet, in dem Fall.
jetzt habt ihr alle gesehen, wie sie im Vorher-Nachher-Vergleich aussehen. Und ab sofort habt ihr die Möglichkeit, die bei uns vor Ort anzuschauen und auch zu kaufen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, die wird eingeblendet, oder über Social Media und sagt uns die Größe, die ihr möchtet, und dann melden wir uns bei euch. Also wir versenden dann in dem Fall auch. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert uns. Yay! Und seid gespannt auf die nächsten Videos. Bis dann! Mach's gut.